darf Sie herzlich willkommen heißen. In der nächsten Dreiviertelstunde möchten wir mit Ihnen über das Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt sprechen. Ein extrem wichtiges Thema, wie wir bei Monster finden, das einmal begutachtet werden soll. Und dazu freue ich mich sehr, dass wir heute in Kooperation mit dem Sozialhelden e.V. die Silke Georgi, sie ist Projektleiterin bei Job Inklusive, mit dabei haben. Mein Name ist Jan Feldhaus und ich werde Sie gleich so ein bisschen in das Thema einführen des heutigen Online-Seminars. Ich bin bei Monster im Marketing tätig und seit knapp 8 Jahren zusammen mit meiner Kollegin, der Stefanie Kesper-Süß, für alle Themen rund um das Marketing bei Monster, also sei es Online-Seminare wie das heutige, Veranstaltungen, Produktunterlagen, Newsletter und Mailings an Sie. Also all das, womit wir Sie mit den Monster-Themen versorgen. Aber genug zu mir, viel wichtiger ist heute Silke Georgi von dem Sozialhelden e.V. Silke, magst du dich einmal kurz den Teilnehmerinnen vorstellen? Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, Jan. Ich bin Silke Georgi. Ich bin seit 7,5 Jahren bei dem Sozialheldenverein. Ich bin eigentlich Juristin von Haus aus, aber habe gemerkt, dass die Arbeit in der NGO mir sehr viel mehr liegt und bin jetzt seit 2,5 Jahren Projektleiterin von dem Projekt Job Inklusive, wobei es darum geht, mehr Menschen mit Behinderung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bekommen. Klasse, vielen Dank. Und darum soll es ja auch heute Mittag gehen. Zum Einstieg in die Themen heute habe ich Ihnen ein paar Facts und Daten aus unserem Monster Insights Report aus diesem Jahr mitgebracht. Das ist ein globaler Blick auf die Welt der Arbeit, sprich sowohl die Kandidatinnen als auch die Unternehmen sind da zu unterschiedlichsten Themen rund um HR und Recruiting befragt worden. Unter anderem natürlich auch um das Thema Diversität, Inklusion und Gleichheit in den Unternehmen. Und da haben wir den Kandidatinnen einmal die Frage gestellt, wie wichtig ist das Thema oder die Themen denn für euch überhaupt? Und was wir da sehen, ist, dass vor allen Dingen die jüngeren Generationen das extrem wichtig finden. Also die Millennials mit 57%, meine Generation, die Generation der Babyboomer mit 49 und die Generation X mit 47% sagen, das ist für uns ein Thema, wir wollen darüber mehr erfahren, das ist uns wichtig, was die Unternehmen in dem Bereich tun. Und auf der anderen Seite erwarten 45% der Kandidatinnen mehr über die Bemühungen eines Unternehmens bezüglich der Diversität und der Inklusion zu erfahren und fordern eben auch mehr darüber zu wissen, wie die inklusiven Arbeitsumgebungen und Arbeitsplätze in den Unternehmen aussehen, wie Führungspositionen mit Menschen von unterschiedlichsten diversen Hintergründen besetzt werden und wie bestimmte Gruppen von Mitarbeiterinnen in den Unternehmen gefördert werden. Also wir sehen anhand der globalen Umfrage, die wir im vergangenen Jahr getätigt haben, dass das Thema ein absolutes Thema bei den Kandidatinnen ist. Und jetzt möchten wir gerne zum Einstieg heute einmal von Ihnen wissen, ist das Thema Inklusion Teil Ihres Einstellungsprozesses? Und dazu zeige ich Ihnen eine kurze Umfrage und würde mich extrem freuen, der jetzt mal von Ihnen zu erfahren, ob denn Inklusion derzeit schon ein Thema ist in Ihrem Einstellungsprozess. Ich sehe, dass die ersten Teilnehmerinnen bereits abstimmen. Und zwar sagen 40% von Ihnen, nein, derzeit ist es noch kein Thema. Umso besser, dass wir heute das Online-Seminar für Sie mit dem Sozialhelden e.V. aufgesetzt haben. 26% von Ihnen sagen, ja, wir haben bereits in unserem Prozess das Thema Inklusion mit verankert. Und 34% von Ihnen sind da aktuell anscheinend noch unsicher. Ja, vielen Dank dafür. Und damit würde ich sagen, übergebe ich an Silke. Ja, dann nach dieser Umfrage, dass 40% das noch nicht in ihrem Prozess drin haben, ist der Aufruf meines Vortrags einfach mal anfangen.
zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt. Ich bin vom Sozialhelden e.V. Der Sozialhelden e.V. wurde vor etwa 15 Jahren von Raul Krauthausen, der eben vorne im Bild mit dem karierten Hemd ist, zu sehen ist, gegründet zusammen mit seinem Cousin. Und über die Jahre hinaus sind wir jetzt ein Team von 25 Leuten geworden, Aktivistinnen, die in den unterschiedlichsten Bereichen zum Thema Inklusion, Barrierefreiheit unterwegs sind. Wir haben 15 Projekte, die gleichzeitig laufen. Und wir sind ein Team von etwa zur Hälfte Menschen mit Behinderungen und Menschen mit ohne Behinderungen. Das Projekt, in dem ich seit 2,5 Jahren arbeite, ist Job Inklusive. Wir haben gemerkt in unserer Arbeit, dass das Thema Arbeit und Inklusion immer wichtiger wurde und in all eigentlich unseren Projekten eine Rolle irgendwie mitspielte. Und da haben wir vor 2,5 Jahren eine ganz tolle Förderung von der Scala-Initiative bekommen, von Susanne Klatten initiiert. Und die hat uns sehr viel Freiheit gegeben, uns auf den Weg zu machen, mal das Thema Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ergründen, mit Akteurinnen und Akteuren in Kontakt zu kommen, die da arbeiten. Und wir sehen uns als Brückenbauer, die unterschiedlichsten Akteure und Akteurinnen zusammenbringen und Best Practices zusammen mit Unternehmen finden, wie es funktioniert. Und da will ich Ihnen ein bisschen berichten über unsere Erfahrungen, was wir in vielen Gesprächen mit Unternehmen und mit Menschen mit Behinderung selber erfahren haben und unsere Einstellung auch zum Ganzen. Ich denke, ganz wichtig ist die Grundeinstellung, dass Inklusion keine Charity ist. Es ist nicht etwas, was wir machen, um nett gegenüber Menschen mit Behinderung zu sein oder dass eine CSR-Maßnahme ist, sondern es ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat Recht auf Arbeit, jeder Mensch hat Recht, seinen oder ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Hier ist die ganze Gesellschaft gefragt, um dieses Menschenrecht zu verwirklichen. Dieses Recht ist in der UN-Behindertenrechtskonvention auch genauer umschrieben. Die Behindertenrechtskonvention wurde vor 12 Jahren von Deutschland unterschrieben. Und es gibt noch einiges zu tun, bis das, was darin steht, auch wirklich verwirklicht wird in unserer Gesellschaft. Im Artikel 27 steht, dass die Vertragsstaaten, also auch Deutschland, erkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit an. Und dieses Recht beinhaltet das Recht oder die Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und in einem offenen, inklusiven und zugänglichen Arbeitsmarkt selber seine Arbeit zu wählen. Und da die Verwirklichung von diesem genau umschriebenen Recht hat noch einiges vor sich, bis es soweit ist. Im Moment wird dieses Menschenrecht in Deutschland gefördert mit der Regelung, dass Unternehmen mit mehr als 20 MitarbeiterInnen mindestens 5% ihrer Stellen mit Menschen mit einer Schwerbehinderung besetzen müssen. Es gibt aber zurzeit in Deutschland 40.000 Unternehmen, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung in ihrer Belegschaft haben. Es gibt sehr viele Unternehmen, die schon sehr viel tun, die auch über der 5%-Quote liegen. Aber es gibt halt diese 40%, das in etwa ein Viertel der Unternehmen ist, die da noch gar nicht angefangen haben oder noch nicht genug tun. In einem runden Tisch, den wir organisiert haben, mit unter anderem Jürgen Dusel, des Bundesbehindertenbeauftragte, hat er das so umschrieben. Es gibt ein Vollzugsproblem bei den Regeln, auf die wir uns geeinigt haben. Wenn ein Viertel der Autofahrer sich nicht mehr an die StVO halten würden, würden wir doch auch handeln. Er ist der Meinung, dass die Ausgleichsabgabe für Unternehmen, die keine Menschenbehinderung einstellen, sehr erhöht werden muss. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber irgendwas muss passieren. Und darüber will ich auch mit Ihnen heute sprechen, was man da tun kann, um da voranzukommen. Wir hören von vielen von den Menschen mit Behinderung, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie sich überall und dauernd bewerben, aber sie oft noch nicht mal zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden. Wir hören auch gleichzeitig von Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen werden, wollen, dass sie alles tun, um die Menschen mit Behinderung zu finden und einzuladen.
und irgendwie kommt es nicht so richtig voran. Und das nennen wir, dieses Problem haben wir so als schwarzes Loch definiert. Wo sind die Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt? Was passiert dazwischen der Bewerbung und dass sie dann nicht ankommen in den Unternehmen? Einerseits, wenn die Gespräche mit Unternehmen, die eigentlich sehr offen sind, aber da merkt man doch, dass es auch sehr viel Vorurteile noch gibt und Berührungsängste. Und einer der Vorurteile, die eigentlich immer erstmal genannt wird, ist, dass Menschen mit Behinderung nicht kündbar sind. Das kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt zwar einen speziellen Prozess, der Menschen mit Behinderung schützen soll vor einer ungerechtfertigten Kündigung, vor allem vor einer Kündigung, die sich wegen der Behinderung selber ausgesprochen wird. Und da muss also nochmal extra nachgeschaut werden, wenn ein Unternehmen jemand kündigen will, der eine Behinderung hat. In Berlin ist es das Integrationsamt, das nochmal drauf schauen muss. Einerseits, um den Bezug zu der Behinderung selber auszuschließen, aber auch um zu schauen, ob noch andere Möglichkeiten sind, dass die Person doch noch weiter angestellt werden kann. Aber wenn es einen guten Grund gibt und alles durchgecheckt wurde und die Person mit Behinderung auch selber mit einbezogen worden ist, dann steht einer Kündigung nichts mehr im Wege. Ein anderes Vorteil, das uns regelmäßig begegnet, ist, dass Menschen mit Behinderung nicht so leistungsfähig sind. Das kann auch auf keinen Fall so pauschal gesagt werden. Es gibt die unterschiedlichsten Behinderungen und unterschiedlichste Leistungsfähigkeiten. Menschen mit Behinderung können Top-Leistungssportler sein. Sie können Unternehmensgründer, Gründerinnen sein. Es kommt immer auf die Behinderung an und auch um die Arbeitsumstände und was der Arbeitsplatz ist, ist es klar, viele bestimmte Jobs können Menschen mit bestimmten Behinderungen nicht machen. Unser Chef Paul Krauthausen, das ist ein Buch, das er auch geschrieben hat, dass er sagt, Dachdecker wollte ich eh nicht werden, wusste schon von klein auf, also auf dem Dach wird er nicht steigen können, aber er kann ein Startup-NGO gründen mit 25 Menschen und ist einer der brillantesten und leistungsfähigsten Menschen, die ich kenne. Und so das ist auf jeden Fall auch ein Vorurteil, das sich überhaupt nicht bewahrheitet. Dann in Gesprächen mit Unternehmen ist oft die Reaktion, warum sie keine Menschen mit Behinderung einstellen, ist, dass sie nicht für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Das Bild von Behinderung ist oft das klassische Bild ist jemand im Rollstuhl. Und dann sagen sie, ja, wir sind im dritten Stock, wir sind ein kleines Startup, wir haben Treppen, also wir können niemanden mit Behinderung einstellen. Und ja, es muss ja nicht immer gleich jemand im Rollstuhl sein. Es gibt so viele andere Behinderungen. Eine blinde Person hat kein Problem, in den dritten Stock hochzulaufen. Eine gehörlose Person auch nicht. Jemand mit Autismus oder einer psychischen Erkrankung, ist dann das alles eine Barriere, die für die egal ist. Also schauen, was kann man doch machen, wenn man vielleicht noch nicht perfekt ist in allen Sachen von Barrierenfreiheit. Aber das heißt nicht, dass man grundsätzlich nicht darüber nachdenken kann, Menschen mit Behinderung einzustellen. Dann hören wir vor allem von den Menschen mit Behinderung selber, dass ihnen gesagt wird, dass Menschen mit Behinderung eine Belastung für Kolleginnen sind. Dass es die Berührungsängste gibt. Dass jemand mehr Tage kriegt oder spezielle Hilfsmittel noch besonders bekommt. Oder oft sind es halt auch einfach die Berührungsängste. Wir können unseren MitarbeiterInnen nicht zumuten mit einer Person, die anders kommuniziert, die extra Hilfe vielleicht braucht oder mit der Arbeitsassistenz kommt. Das ist alles ungewöhnlich und neu. Und wollen wir das unseren anderen MitarbeiterInnen ohne Behinderung eigentlich antun? Aber das ist, muss man eigentlich hoffentlich gar nicht sagen, aber stimmt natürlich nicht. Es geht darum, dass das Unternehmen von Anfang an mitdenkt, was ist nötig, auch vielleicht für die Kollegen und Kolleginnen, um die Berührungsängste abzubauen. Wird vielleicht ein Jobcoach oder ein Mentor zur Seite gestellt, um die anfänglichen Schwierigkeiten miteinander zu überwinden. Da gibt es ganz viele Arten und Weisen, damit umzugehen, falls es doch Vorurteile gibt. Und
die Menschen mit Behinderungen, die vielleicht in einer Hinsicht vielleicht nicht so viel leisten oder so, aber dafür haben sie ganz andere Stärken, die ganz oft sehr viel Problemlösungsansätze ihr ganzes Leben finden müssen, weil überall Barrieren sind, weil sie sich dauernd anpassen müssen, weil sie dauernd ihre Behinderungen jeweils erklären und ihre Bedürfnisse. Und das ist sind sehr viele auch Stärken, vor allem Soft Skills, die sie mitbringen, die ein Unternehmen besonders nutzen. Also Behinderungen sind sehr vielfältig, Arbeitsplätze auch. Es muss nicht jeder Dachdecker werden. Es gibt die unterschiedlichsten Fähigkeiten und die man schauen muss nicht immer nur nach den Defiziten, sondern was bringt der Mensch selber mit, was sind seine oder ihre Fähigkeiten, die jedem Unternehmen zugutekommen können. Das sind alles Fotos aus einer Datenbank, die wir haben, die heißt gesellschaftsbilder.de. Das sind Menschen, die in den unterschiedlichsten Berufen arbeiten, ob es die blinde Strafrechtsanwältin ist oder die junge Frau mit einer Lernschwierigkeit, die in einem Restaurant arbeitet. Da ist mal so aus dem Leben gegriffen. Die ganzen Möglichkeiten sind in unserer Datenbank auch in Fotos zu sehen. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein bisschen erzählen über Unterstützungsmöglichkeiten, die es schon gibt. Förderungen, die staatlich finanziert werden. Da ist das Erste, was gerade sehr viel im Gespräch ist, ist das Budget für Arbeit oder für Ausbildung. Da bekommt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin bis zu 75% Lohnkostenzuschuss und dazu noch persönliche Unterstützung für den Menschen mit Behinderung. Und dieses Instrument ist besonders dafür da, um Menschen mit Behinderung, die sonst in einer Behindertenwerkstatt arbeiten würden, um die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen und um Arbeitgeber zu unterstützen, dass möglich ist. Das sind oft Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch zunehmend Menschen, die aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt rausgefallen sind wegen einer psychischen Behinderung, die durch einen Burnout oder Depressionen länger nicht arbeiten konnten, die aber von Grund auf gut ausgebildet sind, auch zum Teil sehr viel Arbeitserfahrung haben. Und um die wieder zu integrieren und die Zeit zu überbrücken, wo es vielleicht noch nicht alles klappt, ist dafür ja dieser Lohnzuschuss von bis zu 75% vorgesehen. Dann gibt es die Arbeitsassistenz. Das ist jemand, der die Person mit Behinderung begleitet und solche Tätigkeiten übernimmt, die die Person aufgrund ihrer Behinderung nicht tätigen kann. Also ob es jemand ist, der ihre Arme nicht benutzen kann, dann werden Sachen wie Telefon anreichen oder Akten holen, Türen öffnen, auf Reisen wird die Assistenz dafür sorgen, dass die Person reisen kann, also die Mobilität sicherstellen. Es gibt Arbeitsassistenten, die werden mitgebracht, die werden zum Teil auch sind angestellt bei der Person mit Behinderung selber. Die gibt auch dann alle Anweisungen und was die Assistenz zu tun hat. Oder es kann auch im Büro durch Kolleginnen bestimmte Tätigkeiten getätigt werden. Das ist bei uns gibt es beides. Ein paar Kollegen bringen ihre eigenen Assistenten mit und bei anderen Kolleginnen helfen wir mit, wenn was nötig ist, beim Laptop auspacken, Sachen aufbauen, Türen öffnen. Das ist also beides möglich. Dann gibt es das Instrument des Jobcoaching. Das gibt es noch relativ wenig, ist aber ein sehr wirksames Mittel, vor allem bei Menschen mit einer Lernschwierigkeit. Das ist jemand, der so bis zu etwa 6 Monaten im Betrieb mit der Person mitarbeitet, mit einarbeitet, die selber auch den Beruf, den Job versteht und die Arbeitsaufträge erklärt, vermittelt, wenn es irgendwelche Fragen oder Probleme zwischen Kolleginnen gibt oder auch mit dem Arbeitgeber. Das ist eine Ansprechperson für beide Seiten. Und gab's gerade eine größere Studie darüber. In den Fällen, wo das konsequent und gut durchgeführt wird, ist das eine sehr effektive Maßnahme, um langfristig jemanden in einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einführen zu können und dass auch der oder sie nachhaltig da bleiben kann. Dann gibt es finanzielle Unterstützung für Gebärdensprache oder Schriftdolmetschung.
damit taube oder schwerhörige Menschen im Betrieb integriert werden können. Es ist noch nicht allumfassend finanziert, aber für Teamsitzungen oder Besprechungen kann man einen Gebärdensprachdolmetscher, Dolmetscherin beantragen und der dann für die Kommunikation sorgt. Problem ist, dass wir in Deutschland noch nicht genug GebärdensprachdolmetscherInnen haben. Es muss also rechtzeitig angefragt werden, damit dann auch jemand zur Verfügung steht. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von technischen Hilfen, Arbeitsplatzausstattungsmöglichkeiten, ob es bauliche Veränderungen sind oder eine Braillezeile, wie man das sieht in dem Foto, dass hier eine blinde Person mit dem Laptop dann auch mit Punktschrift lesen kann. Es gibt Lesegeräte, die Beleuchtung oder die Schrift vergrößern, die vorlesen. Es gibt Rampen, es gibt Lampen, die den Kontrast verändern für Menschen mit Sehschwierigkeiten. Induktionsschleifen für Menschen, die schwerhörig sind, wo dann direkt auf das Hörgerät das Gesprochene übertragen wird. Lichtsignale bei gefährlichen Maschinen für Menschen, die nicht hören können, dass dann gewarnt werden kann oder auch einfach, was mit der Maschine ist, kann mit unterschiedlichen Lichtsignalen angegeben. Es gibt also eine Riesenreihe und, von Möglichkeiten und da gibt es auch überall staatliche Förderungsmöglichkeiten für. Wie und wo und wann man Gelder beantragt, das ist noch ein bisschen kompliziert und das ist auch eine Sache, die wir regelmäßig von ArbeitgeberInnen hören, dass das schwierig ist. Wo beantragt man was? Wer ist Anspruchsperson für das? Das ist jetzt einfach mal kurz, damit Sie sehen, dass es überall unterschiedliche Agenturen und Institutionen zuständig sind für die Zahlung von den verschiedenen Förderungsmöglichkeiten. Also Schulabgänger und Berufseinsteiger sind bei der Agentur für Arbeit richtig. ArbeitnehmerInnen, die schon eine Arbeit haben, sind beim Integrationsamt oder der Rentenversicherung. Beschäftigte in Werkstätten sind bei der Eingliederungshilfe oder mit Sozialhilfeträger und Menschen, die schon länger arbeitslos sind, sind dann beim Jobcenter richtig. Also das ist noch ein großes Problem, dass es da so viele Ansprechpersonen und Institutionen gibt, aber es gibt sie. Und wenn man zufällig dann mal einen Antrag stellt, aber an der falschen Stelle, dann muss das Amt, wo es falsch gelandet ist, ist dafür zuständig, dass es innerhalb von 2 Wochen dann doch an die richtige Stelle weitergeleitet wird. Also so ganz viel kann man dann auch wieder nicht falsch machen, weil im Endeffekt muss es dann doch da landen, wo es sein soll. So, was für Sie vielleicht besonders noch interessant ist, wo findet man Menschen mit Behinderungen als Bewerberinnen? Da, wo dieses schwarze Loch ist, da haben wir hier mal so eine Zusammenstellung. Also wie kommt man überhaupt in Kontakt mit BewerberInnen mit Behinderungen? Eine erste Anlaufstelle sind Projekte, Vereine und Verbände von Menschen mit Behinderungen selber in ihrer Region, in ihrer Stadt, in ihrer Nachbarschaft. Es gibt auch sehr viele kleine Projekte, die Menschen mit Behinderungen in Arbeit helfen. Mit den verschiedenen Maßnahmen, da hat man dann gleich schon die richtige Ansprechperson wegen Jobcoaching und Fördermitteln. Und dann einfach Vereine, wo Menschen mit Behinderungen, Selbsthilfevereine, Selbstorganisationen. Dann gibt es Bildungseinrichtungen, wo man sich direkt hinwenden kann, zum Beispiel auch die Berufsbildungswerke, wo junge Menschen mit Behinderungen Ausbildungen machen, die danach dann Praktika und Arbeit suchen. Wenn man einen guten Kontakt mit den Berufsbildungswerken hat, hat man da eine sehr große Ressource von jungen Menschen, die motiviert sind, gute Arbeit zu machen. Dann ist sehr wichtig die Ansprache vom Unternehmen selber, also wie man nach draußen kommuniziert zu dem Thema Behinderung und Inklusion. Spricht man auf seiner Website Menschen mit Behinderung direkt an? Hat man vielleicht auch in der Bildsprache auf der Website oder in Flyers und sonstigen Materialien Menschen mit Behinderungen in den Fotos dabei, diese Stellenanzeigen formuliert. Das ist auch sehr wichtig. Dann gibt es verschiedene VermittlerInnen bei den verschiedenen Jobplattformen, aber auch bei der Arbeitsagentur für Arbeit. Es gibt die besondere Jobplattform MyAbility Jobs, die sich vor allem, also die spezialisiert ist auf BewerberInnen mit Behinderungen. Da kann man sich auch hinwenden. Die Reha-BeraterInnen zum Beispiel bei der Arbeitsagentur,
die helfen können, geeignete Kandidatinnen zu finden. Dann natürlich über persönliche Kontakte, Mitarbeiterinnen, die selber Menschen mit Behinderung kennen, die Arbeit suchen, dass man auch mal einfach sucht, wen kennt man eigentlich, wen kennen unsere Leute, die man direkt ansprechen kann, wo man vielleicht auch immer ein Praktikum anbieten kann. Und dann zu guter Letzt natürlich auch überall dort, wo Menschen ohne Behinderung sind, ob es jetzt auf LinkedIn, Monster, Messen, auch da überall bewerben und sind Menschen mit Behinderung. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein paar Tipps geben, wie man Menschen mit Behinderung rekrutieren kann. Wieder mein Credo, einfach mal anfangen, ist, auch wenn vieles noch nicht perfekt ist, kleine Verbesserungen helfen schon. Es muss nicht gleich alles stimmen, aber einfach mal den ersten Schritt unternehmen. Wichtig ist, dass Sie immer in Ihren Stellenausschreibungen und auf Ihrer Website zur Barrierefreiheit was sagen, also inwiefern Sie barrierefrei sind, woran Sie noch arbeiten oder einfach auch die Offenheit zeigen, dass Sie bereit sind, darüber zu sprechen, wenn jemand noch was braucht, dass es alles noch nicht perfekt ist, aber was gibt es schon und in welchen Hinsichten ist man auch bereit, mit den Bewerbern darüber zu sprechen, was noch möglich ist. Wichtig ist, dass Sie konkrete Ansprechpersonen angeben, wo kann der Bewerber, die Bewerberin sich in Erinnerung sich wenden. Die Fragen zu Inklusion und Barrierefreiheit, oft sind das die Schwerbehindertenvertretungen, aber auch sonst auch jemand in der Personalabteilung, die genauere Auskunft geben kann für jemanden, der sich vorher informieren will, bevor er oder sie sich bewirbt. Dann wenden Sie immer bitte das Zwei-Sinne-Prinzip an, dass man jetzt nicht nur per E-Mail oder nur per Telefon, sondern dass man mit unterschiedlichen Sinnen an Sie heran mit Ihnen kommunizieren kann, dass Blinde oder Gehörlose oder Menschen mit Rechtschreibschwierigkeiten eine andere Methode haben, um mit Ihnen zu kommunizieren. Und wichtig ist auch nochmal die Überprüfung der Recruiting-Prozesse, die jetzt auch oft automatisiert sind oder mit Filtern vorgesehen sind, dass dann fallen Menschen mit Behinderung manchmal raus, weil sie vielleicht ein Jahr länger auf der Schule waren oder eine länger Auszeit nehmen mussten bei der erworbenen oder erworbenen Behinderung oder einer Erkrankung. Und schauen Sie, dass da nicht automatisch jemand Gutes rausgeschmissen wird, nur weil er oder sie vielleicht etwas länger studiert hat aufgrund der Behinderung. So jemand, der mit einer Behinderung ein Studium abgeschlossen hat, bringt ganz andere Fähigkeiten mit, auch wenn es vielleicht ein Jahr oder zwei mehr gebraucht hat. Aber wieder diese Soft Skills, diese Resilienz, diese Lösungsorientiertheit, die in jedem Unternehmen wahnsinnig wichtig sind. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie, dass Sie nochmal schauen, sind wirklich alle die Anforderungen in der Stellenausschreibung nötig? Ganz oft wird allgemein Kommunikationsfähigkeit, alles Mögliche reingeschmissen, was in einem ganz speziellen Jobprofil eigentlich nicht so wichtig ist. Ich denke zum Beispiel jetzt an andere Menschen, Autisten, Autistinnen, die vielleicht jetzt nicht die Kommunikationsfähigkeit haben und Smalltalk-Fähigkeit, aber dafür ganz toll in anderen Gebieten sind, kann man da nochmal schauen, ist das wirklich alles nötig und auch der Bewerbungsprozess. Können Menschen mit Behinderung sich vielleicht auch oder überhaupt alle, ist eine Videobewerbung möglich, ist eine mündliche Bewerbung möglich, ist eine Bewerbung mit einem praktische Arbeitsübung vielleicht besser als die übliche schriftliche Bewerbung, dass man mal richtig out of the box da neu denkt, wie findet man gute Mitarbeiterinnen auf anderen, in anderen Möglichkeiten. Ja, dann denken Sie daran, Ihre Bewerbungen, also Ihre Anzeigen auf Plattformen zu veröffentlichen, die barrierefrei sind, dass jeder die finden kann. Erfragen Sie die Bedürfnisse von der Person mit Behinderung vor dem Bewerbungsgespräch, wenn eine blinde Person kommt oder eine die gehörlos ist. Muss für einen Gebärdensprachdolmetscher gesorgt werden? Muss jemand die Person vielleicht irgendwo abholen oder irgendwo hin begleiten? Das ist immer sehr gut, wenn vor dem Gespräch abgecheckt wird, was vielleicht nötig ist.
Ja, und dann kommunizieren Sie, hatte ich vorhin schon angesprochen, in all Ihrer Kommunikation so, dass Menschen mit Behinderung sich angesprochen fühlen. Da ist gut, wenn Sie dann auch Menschen mit Behinderung selber mit einbeziehen. Finden Sie unsere Website, dass Sie mal jemanden in Ihrem Bekanntenkreis fragen, was fehlt noch, was für eine Ansprache benutzen wir, kommt das gut an, fühlt sich das paternalistisch an? Oder ist das authentisch und echt, wie wir Menschen mit Behinderung ansprechen? Ja, ganz wichtig, offen sein. Menschen mit Behinderung wissen, dass die Welt noch lange nicht barrierefrei inklusiv ist. Sie sind gewöhnt, damit umzugehen. Wenn Sie als Unternehmen da offen sind und auch fragen, was noch besser werden kann, oder auch einfach offen und ehrlich sagen, was noch nicht möglich ist, das ist ganz wichtig. Dann das Credo der Behindertenrechtsbewegung ist nichts über uns, ohne uns. Aber wir haben eigentlich die Meinung, dass es eigentlich nichts ohne uns auch schon heißen könnte. Also immer überall Menschen mit Behinderungen mit einbeziehen, fragen nach der Expertise und dann wird es auch werden. Ja, als letzter Punkt, also wir, der Verein der Sozialhelden, geben noch zu ganz vielen anderen Themen rund um Inklusion und Barrierefreiheit Vorträge und Beratungen. Wir machen Tests auf Barrierefreiheit, auf bauliche Barrierefreiheit oder online Barrierefreiheit. Wir machen für Social Days Mapping Events mit unserer Wheel Map für rollstuhlgerechte Orte. Und zu guter Letzt sind wir natürlich immer über Spenden und Förderungen froh. Und damit schließe ich meinen kleinen Vortrag. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wieder an dich, Jan. Ja, vielen Dank, liebe Silke. Jetzt habe ich im Hintergrund schon mal so ein bisschen in den Chat geschaut, mal geguckt, was da so für Fragen reinkamen. Sie dürfen auch gerne weiterhin Fragen stellen. Wir nehmen die dann mit auf und beantworten die sehr gerne für die ganze Runde. Eine ganz konkrete Frage kam jetzt rein von einer Teilnehmerin. Wo fange ich denn an? Also wer kann mir Unterstützung als Unternehmen bieten? Du hast ja eben gerade schon viele Möglichkeiten aufgezeigt, beispielsweise der Eingangsbereich, wenn ich mein Unternehmen barrierefrei gestalten will. An wen können sich denn da Unternehmen wenden? Also ja, in eigener Sache kann ich sagen, an uns gerne. Meine E-Mail-Adresse ist silke@sozialhelden.de. Aber es gibt auch eine ganze Menge Projekte, die da sehr viel mit unterwegs sind. Wir können sie auch einfach weiterleiten. Ja, wir können das auch nicht alles selber, aber wenn Sie mir schreiben, dann kann ich auch Tipps geben, wer in Ihrer Region da gut arbeitet. Und sonst kann ich auch einfach pauschal sagen, die Organisation MyAbility macht da auch sehr viel. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und die haben sehr viel Erfahrung, die sind neu auf dem deutschen Markt, aber die waren schon sehr aktiv seit vielen Jahren in Österreich. Und mit denen kann man auch einfach mal reden, wie können wir überhaupt anfangen, wie können wir unsere Stellen anzeigen bei Ihnen, bei MyAbility Jobs platzieren. Aber wenn Sie mir oder uns schreiben, können wir Sie auch weiterleiten. Klasse. Ich glaube, die Kontaktdaten zeigen wir am Ende gern nochmal oder verlinken euch auch nochmal in unserem Follow-up an unsere Teilnehmerinnen. Eine Frage, die jetzt gerade reinkam, ist, woran erkenne ich denn eine barrierefreie Jobplattform? Also da gibt es Tools, die das checken. Also Sie können auch einfach nachfragen. Ich weiß, dass LinkedIn gerade da sehr viel tut. Einfach bei dem Anbieter selber nachfragen. Aber es gibt auch Tools, die das überprüfen. Oder auch eine Person mit Behinderung in ihrem Unternehmen bitten, mal mit ihnen da durchzugehen, was da funktioniert. Aber es gibt auch wir und auch noch andere, die einfach Barrierefreiheitschecks auch machen. Also jetzt für ihre eigenen Jobplattformen gibt es da immer mehr Anbieter und vor allem kleinere Non-Profit-Organisationen, die da so Barrierefreiheitschecks durchführen. Mit ein wenig eigene Sichtweise sozusagen kann ich auch sagen, dass wir bei Monster da auch sehr darauf achten, ob wir jetzt komplett barrierefrei sind auf unserer neuen Jobplattform.
Das kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen, aber wir schauen da auch sehr, dass wir ja, auf allen Plattformen sozusagen gut dargestellt werden, die Anzeigen, und dass sie auch gut lesbar sind. Insofern tun wir da auch ganz, ganz viel. Die richtige Ansprache, wie spreche ich denn Kandidatinnen so an, dass sich auch Behinderte oder Menschen mit Behinderung optimal abgeholt fühlen? Das ist jetzt noch eine Frage, die ich jetzt hier rauslese aus dem Chat. Also es gibt ja diese allgemeine Floskel in Stellenanzeigen, Menschen mit Schwerbehinderungen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. So ähnlich, ich komme jetzt gerade nicht perfekt. Jan, erkennst du dich besser aus, aber werden bevorzugt, berücksichtigt, glaube ich, ist wie es dann heißt. Das ist mittlerweile schon ein bisschen floskelhaft. Es gibt sehr viel persönlichere Arten, weil sie hat ja schon gesagt, wenn sie einfach schon mal sagen, wer die Ansprechperson ist zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit, da signalisiert man ja schon, wir haben drüber nachgedacht, wir haben jemanden extra im Team, der oder die sich da besonders gut auskennt. Wir haben hier das Zwei-Sinne-Prinzip. Wenn Sie jetzt Probleme mit unserer Online-Plattform haben, aus irgendwelchen Barrierefreiheitsgründen, hier ist eine Telefonnummer, wo Sie sich melden können, wo Sie weitergeholfen wird. Es gibt sehr viele, sehr schöne Beispiele, vor allem aus den USA, wie man sehr inklusiv Stellenanzeigen formulieren kann, wo man auch diese Bereitschaft hat, hey, wir wissen, es ist bei uns noch nicht alles perfekt, wir wollen uns inklusiver gestalten, sagt uns, was ihr braucht. Das habe ich jetzt sehr salopp formuliert, aber so könnte man das nicht direkt in der Stellenanzeige sagen, aber so von der Message her ist sowas sehr ansprechend und da ja, fühlt man sich sehr ernst genommen. Kommt jetzt noch ein Hinweis eines Teilnehmers gerade rein, dass es beispielsweise im Rheinland die Fachberater für Inklusion geben würde bei den entsprechenden Kammern. Dorthin kann man sich wenden, unter anderem eben auch, wenn man Fragen hat. Vielleicht noch abschließend, Silke, von euch, den einen Tipp, wenn man ja sozusagen einfach mal anfangen will, was ist das Wichtigste, wenn man die Inklusion in den Unternehmen oder in dem Unternehmen vorantreiben, fördern will? Ist es erst die Gegebenheiten vor Ort entsprechend um- und aufsetzen? Ist es vielleicht auch mal zu schauen, was haben wir schon, was können wir vielleicht auch schon nach außen hin kommunizieren, womit kann man am besten anfangen? Ja, auf jeden Fall intern mal erstmal schauen, mit oder ohne Beratung von außen, aber erstmal schauen, was haben wir überhaupt schon, und über eigene Vorurteile vielleicht nachdenken, also das unbewusste Vorurteile wie Berührungsängste, dass man auch im Team einfach mal offen über all diese Sachen redet und das auch einfach mal aussprechen kann, was vielleicht im Team erstmal für Sorgen, Ängste, auch ja, Ablehnung dagegen existiert. Und dann haben wir einfach gemerkt, ist wirklich dieses einfach mal anfangen. Die erste Person mit Behinderung, das ist immer die größte Hürde. Ne, da muss erstmal geschaut werden, was gibt es alles, wie gehen wir damit um. Und wenn man das erste Mal durch hat, dann geht er danach, ist viel einfacher, wenn man erstmal die erste Hürde übersprungen hat. Und dann will ich aber gleich noch als Vorsicht dazu, nur weil es mit der ersten Person mit Behinderung daneben geht, heißt nicht, dass man dann aufgeben soll. Und das klappt ja eh nicht, genauso wie mit Menschen mit Behinderungen sind auch. Gibt es viele Möglichkeiten, dass was schief geht oder die Chemie nicht stimmt oder die Person einfach nicht geeignet ist oder nicht die richtige Ausbildung dafür hat. Aber dann nicht, dass auf alle Menschen mit Behinderung, ja, wir haben es ja mal versucht, ist voll daneben gegangen und deswegen probieren wir es nicht mehr. Bitte nicht, aber anhand auch der einen Person, nicht jetzt, wir müssen alles perfekt barrierefrei haben und wir haben ja das alles noch nicht, wenn sich dann jemand mit einer Schwerbehinderung meldet bei Ihnen und Sie haben, wie gesagt, die Treppen, aber die Person ist dann halt blind und dann ist die Treppe auch nicht wichtig. Schauen, dann erstmal schauen, so was können wir machen. Aber auch sehr viele Gebäude werden gerade überall gebaut und eigentlich muss alles heutzutage barrierefrei sein von Anfang an. Aber wenn Sie auch in den Unternehmen anbauen oder neu bauen, bitte gleich Experten zur Barrierefreiheit vom ersten Moment an mit einbeziehen.
weil da läuft immer noch unheimlich viel schief. Und das ist wirklich nicht nötig, wenn man von Anfang an mitdenkt. Super, vielen, vielen Dank, liebe Silke. Ich habe Ihnen, Teilnehmer, jetzt nochmal ein paar Tipps mitgebracht für Formulierung in der Ansprache in Stellenanzeigen. Silke hat ja eben gerade schon ein paar Formulierungen erwähnt. Also was wir immer ganz gut finden, ist alle qualifizierten Bewerbenden. Und da ist auch gleich die gendergerechte Sprache mit eingebaut, werden für die Stelle in Betracht gezogen, unabhängig von der Abstammung, Farbe, Geschlecht, Orientierung, der Herkunft oder eben auch der Behinderung. Minderheiten werden ermutigt, sich zu bewerben, sei es Frauen, sei es LGBTQ-Kandidatinnen oder Personen mit Behinderung natürlich. Das kommt sehr gut an. Was wir festgestellt haben, sind Formulierungen oder Begriffe wie kräftig oder muss in der Lage sein, Lasten tragen zu können, zu heben oder dynamisch. Das sind eher Formulierungen, die dann nicht so passend sein sollte. Wie Sie da die optimale Ansprache finden und die optimale Story, um die Diversität und vielleicht auch dann die Inklusion in Ihrem Unternehmen voranzubringen, dazu haben wir einen Workshop hier bei Monster aufgesetzt, den eine Kollegin von mir leitet und anbietet, die Dr. Claudia Bibo, die da in individuellen Workshops, sei es virtuell oder im Präsenzformat, wenn das möglich ist, sie gerne unterstützt und berät. Im Handout-Bereich habe ich Ihnen dazu nochmal weitere Informationen bereitgelegt. Sie können aber auch jederzeit sehr gerne auf Ihren Monster-Ansprechpartner zugehen und den oder die Kollegin nach den Workshops bei Monster fragen. Die beraten Sie dann sehr, sehr gerne. Ja, weitere Informationen, unter anderem auch ein Interview mit Raul Krauthausen vom Sozialhelden e.V. finden Sie bei uns in den entsprechenden Gruppen und im Social Media Monster-Universum sozusagen. Wir sind bei Xing vertreten, bei LinkedIn, bei Facebook. Unser HR-Magazin finden Sie auf monster.de/Mitarbeiter finden und da dann einfach mal nach dem HR-Magazin schauen. Da haben wir ganz viele Themen rund um Diversität und Inklusion für Sie aufbereitet. Ja, und damit sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche noch eine schöne Restwoche, wie eine Teilnehmerin gerade schreibt. Schön, dass Sie bei dem Thema heute dabei waren. Das war Teil unseres Monster-Fokus zum Thema Diversity im Recruiting und Unternehmen, das wir jetzt im Juni und heute am 1. Juli gespielt haben sozusagen. Ist für uns bei Monster ein extrem wichtiges Thema. Einerseits, weil wir sehen, dass die Kandidatinnen danach verstärkt fragen und das fordern. Andererseits aber auch, weil wir denken, dass es extrem wichtig ist, jeden Kandidatin die entsprechende Möglichkeit zu bieten, in den Unternehmen anzukommen und da ihren Beitrag zu leisten. Wir unterstützen Sie sehr gerne in den diversen Themen rund um Employer Branding, Kampagnen, Workshops. Kommen Sie da sehr, sehr gerne auf uns zu. Und ansonsten sage ich dir, liebe Silke, nochmal vielen Dank, dass du uns heute wirklich tolle Informationen zum Thema Inklusion in der Welt der Arbeit mitgebracht hast und auch sehr viele praktische Tipps, wie die Unternehmen starten können. Vielen Dank dafür nochmal und darf abschließend sagen, allen eine schöne Restwoche noch, einen schönen Freitag und schön, dass Sie dabei waren. Würde mich freuen, wenn wir Sie bei den nächsten Online-Seminaren begrüßen dürfen.